Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von Marvel Midnight Suns. Wir haben genau hier gestoppt in unserem Schlafgemach. Oh. Sei mal nicht so stinkig, sondern hör uns zu, Robbie. Wir machen uns nur Sorgen um dich. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Du hast keine Ahnung, was du da herumträgst. Das Pergament ist mächtig und böse. Ja und? Glaubst du etwa, ich komme damit nicht klar? Du bist hier nicht der Einzige, der die Dunkelheit kontrolliert, okay? Frag nur mal Sparky. Wir machen uns nur Sorgen. Besorgt? Du hörst dich erschreckend nach Caretaker an, Nico. Seit wann bist du so ein Arschloch? Seit er diese beschissene Seite mit sich rumschlägt. Kümmer dich um deinen Mist, Blade, ja? Wie du meinst, Robbie. Dann geh doch mal Peter suchen. Mach ich vielleicht. Ich bin raus. Wir haben's versucht. Mit dem Pergament der Macht spaßt man nicht. Aber mit Robbie auch nicht. Hoffentlich kann er es wirklich kontrollieren. Ja, hoffen wir es. Naja, sieht ja nicht so rosig aus. Ich wollte eigentlich mich um meine ganzen Sachen kümmern. Aber da wusste ich ja noch nicht von diesem hitzigen Gespräch hier. Wir werden dann als allererstes mal mit Robbie reden, würde ich sagen. Das sollte Priorität haben. Der ist ja hier vorne schon. Komm. Irgendwas an Jeremiah Kanes Statue hat mich angezogen. Ich schätze, es ist die alte Verbindung zum Spirit of Vengeance, oder? Wie du trug auch Kane eine Bürde, die kein Mann allein tragen sollte. Ja, er wusste also, dass die große Ehre auch zum Fluch werden konnte. Hast du das Gefühl, dass du verflucht wurdest? Auf jeden Fall. Naja, es ist toll, zu den Midnight Suns zu gehören und die unglaubliche Verantwortung zu tragen, das Pergament der Macht zu hüten. Aber es ist doch echt zum Kotzen. Okay, ist wenigstens ehrlich. Hoffentlich musst du nicht zu viel Zeit mit dem Pergament verbringen. Das ist einfach, wie hat niemand gesagt. Du bist jetzt das mächtigste Mitglied des Teams. Ja. Er ist vor allem der Unsicherheitsfaktor des Teams. Wenn wir Glück haben, wirst du das Pergament nicht lange tragen müssen. Ich kann es so lange tragen, wie es nötig ist. Egal wie lange Blaze es hatte, ich kann es genauso lange oder länger behalten. Ich wollte damit nicht andeuten, dass du nicht das Zeug dazu hast. Aber ich habe das Zeug dazu. Und ich brauche kein Glück. Der Verrat von Blaze hat wahrscheinlich deinen Blick verschleiert. Apropos, ich muss immer daran denken, was damals im Limbo passiert ist. Kurz bevor der Kampf ausbrach, als Blaze mir sagte, du bist der Schlüssel zum Pergament, die Prophezeiung, alles. Und dass, wenn wir dich ausschalten, die Welt überleben könnte. Robbie. Ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Trau Blaze nicht. Schon kapiert. Deshalb denke ich, dass ich dieses Pergament selbst lesen sollte. Und herausfinden, was genau ihn dazu gebracht hat, sich so über dich aufzuregen. Das wäre sehr gefährlich. Wirst du uns verraten, wie Blaze es getan hat? Könnte ich ihn eigentlich auch mal fragen, ne? Wenn du es gelesen hast, wirst du dich dann gegen uns, deine Teamkameraden, wenden? Wie kommst du darauf? Weißt du, was dort steht? Nicht direkt. Aber ich weiß, es hat Johnny Blaze dazu gebracht, uns zu verraten. Und ich fürchte, es könnte dich auch dazu bringen, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Seine Macht wirkt auf geheimnisvolle Weise. Gut, vergiss es. Ich werde die Seite nicht lesen. Zufrieden? Ich bin erleichtert, ja. Aber was wirst du stattdessen tun? Das, was ich normalerweise tue. Herumsitzen und mir Sorgen machen. Und hoffen, dass Stark sich mit dem, was auch immer er in der Schmiede bastelt, beeilt. Das könnte eine Weile dauern. Ich werde einfach so tun, als hätte ich das nicht gehört. Wehe, ich kriege nach der Sache keine eigene Statue. Okay, wir haben einen Freundschaftspunkt verloren, aber egal. Ich glaube, er ist etwas labil. Und deswegen traue ich ihm das nicht zu, dass er das Pergament bei sich behalten kann. So, Tony. Sag's mir einfach. Ich hab's dir schon gesagt. Das war nur Hokuspokus Abracadabra. Aus der Feder eines verdorbenen Urgottes stammend, auf seinen Seiten unaussprechliches Böses bergend. Verstehe, das Darkhold ist böse. Ich bin Wissenschaftler. Ich brauche Fakten.
Beispiele, Highlights, Lowlights. Soll ich jetzt etwa ein Referat über das Darkhold halten? Ja, ich könnte die Seite auch einfach zerfetzen, ohne den Kontext zu kennen, aber es zu verstehen ist doch viel interessanter. Kontext hin oder her, ich bin immer noch skeptisch, dass dein Plan tatsächlich funktioniert. Okay, super, dann teilen Sie doch bitte Ihre faszinierenden Einblicke mit mir, Dr. Spooky. Spuck's schon aus. Ich habe nichts auszuspucken, Tony. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Okay, alle fetzen sich. Ja, läuft. Tony, können wir mal reden? Du fragst dich wohl, warum Strange und ich uns gestritten haben. Ich habe genug gesehen. Ach, er bläst sich so auf, wenn es um seinen Magiekram geht. Alles muss ein Mysterium sein, als würde er in Vegas auf der Bühne stehen. Ich glaube, er hat Angst, dass ich eine Kehrtwende mache und ein noch größerer Zauberer werde als er. Solltet ihr beide euch nicht langsam verstehen? Ich dachte, ihr hättet eure Rivalität beigelegt. Solltet ihr euch nicht langsam verstehen? Man könnte sagen, wir verstehen uns wie eine Familie. Das ist... Das heißt, er ist wie der nervige Cousin, der zu Besuch kommt, komische Räucherstäbchen anzündet und nie wieder geht. Ihr werdet bestimmt irgendwie friedlich zusammenarbeiten können. Wir werden nie im selben Gesangsverein sein. Aber mit genug Zeit kann ich die Programmiersprache eines Urgottes sicher nachkonstruieren. Okay, vielleicht versteht man nicht, was ich sage, aber das ist nicht mein Problem. Das Darkhold unterscheidet sich also nicht von einem fantastischen Stück Technologie? Ganz genau. Und wie bei jedem Stück fantastischer Technologie, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich es dazu bringe, genau das zu tun, was ich will. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Und die werde ich finden. Ich glaube, du kommst damit klar. Es wird eine Herausforderung sein, aber ich weiß, dass du ihr gewachsen bist. Das musst du mir nicht zweimal sagen, aber du kannst es mir gerne mehrmals sagen. Ich bin so schamlos gierig nach Lob. Und was ist mit Strange? Willst du ihn schmollen lassen? Oh, ich werde später zu Dr. Spooky gehen und ihm meinen Standpunkt deutlich machen. Dafür sorgen, dass er ihn versteht. Vielleicht hilft es, wenn du aufhörst, ihn Dr. Spooky zu nennen. Ja, du hast recht. Ich sollte seinen Namen benutzen. Stephen Spooky. Ich wusste, dass da was kommt. Ich gebe auf. Gib noch nicht auf. Du musst die Forschung am Gamma-Beschleuniger vorantreiben. Ich habe die Teile und Dads Forschungsergebnisse und bin bereit, loszulegen. Ich will mit den Forschungen loslegen. Das Pergament jagt sich nicht von allein in die Luft. Okay, die Gamma-Beschleunigung erforschen. Oh, es je. Ist nicht viel, aber ich konnte ein paar Details verankern. Okay, das haben wir gemacht. Ah, Level 8. Die magischen Highlights, Tony? Hier ist dein Highlight. Das dauert einen Tag. Mit dieser Kanone wandle ich auf den Spuren meines Vaters. Er steckt überall in diesen Forschungsunterlagen. Überall in diesem Bauplan. Wie passend. Noch ein Geist, der mich hier nachts heimsucht. TS, also Tony Stark. Ja, das machen wir dann natürlich. Und wo Hast wir gerade hier mehr sind. Helices für mich? Ja, Tatsache. Wenn sich das Ding hinter mir in ein Portal ins All. Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. So, Gruppensturz, okay. Dunkler Segen ist mir relativ egal. Verstärkung. Oh, da haben wir schon, ne? Haben wir schon einmal. Also haben wir halt auch einmal schon verstärkt. Vielleicht können wir es nochmal verstärken. Oh, und Zorn der Hölle. Auf der Hand plus 41 Schaden, wenn Ghost Rider durch einen Angriff oder Ghost Rider Fähigkeit Schaden erleidet. Ist was, was man eher auf der Hand hält. Aber macht auch gut Schaden, wenn es sein muss. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Den Gruppensturz tun wir weg. Big Tonys geheimnisvolle Schmiede. Wir haben immer auf. Auch eigentlich nicht so geil. Ich würde nochmal die nehmen. Vielleicht können wir die nochmal verstärken. So, ansonsten. Du hast mir Helices gefunden? Immer her damit. Da gibt's dann erstmal nichts. Moment, auf der Karte haben wir noch was. Mit Dr. Strange reden.
gerade rechts und dann steht er da. Hier irgendwo. Da ist er. Vorsicht, Hunter. Hier fliegen schnell die Fäuste. Auf jeden Fall. Ich kam hier raus, um mich abzukühlen. Carol gab mir den freundlichen Tipp, meinen Frust am Sandsack abzureagieren. Ihr Vorschlag war klug. Ich fürchte, ich kenne den Ursprung deiner Frustration. Wenn du denkst, dass diese Quelle salongetrimmte Gesichtsbehaarung und ein Ego so groß wie Montana hat, dann liegst du richtig. Es ist richtig, dass ihr ein bisschen Abstand haltet. Denkt ihr einen besseren Plan aus? So ist sag eben. Also ist sag eben ist ja auch eine unbefriedigende Antwort, ne? Wie immer hast du große Weisheit demonstriert, indem du mehrere Räume zwischen dich und Stark gelegt hast. Wenn ich jetzt auch nur das Geräusch seiner Füße auf dem Stein höre, werde ich ihm eine scheuern, wie die Kinder heutzutage sagen. Wahre diese gesunde Distanz, das ist alles, worum ich dich bitte. Das Problem mit Tony ist, dass er zu hochmütig ist. Diese Einstellung mag Teil seines Erfolges sein, aber mit dem Arkanen läuft es anders. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Eins, das ihm eine brutale Niederlage bescheren wird, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Du glaubst nicht, dass er das Pergament der Macht zerstören kann? Ich glaube nicht, dass er versteht, wofür die Seite steht. Sein ganzes Leben bestand aus Einsen und Nullen. Die Kräfte, die das Darkhold geformt haben, waren lange vor Zahlen und Technologie mächtig. Sie existieren jenseits von Relativitätstheorie oder Quantenmechanik. Sie sind elementar und esoterisch wie die Regeln des Traumraums. Ich hoffe, ihr beide könnt euch einigen. Wenn er die Sache klären will, weiß er, wo er mich findet. Hoffentlich sind meine Aggressionen bis dahin abgebaut. Okay, der ist immer noch sehr sauer. Bisschen verständlich natürlich. Tony Stark kann einen auf jeden Fall zur Weißglut bringen. So, dann holen wir uns noch die Karten. Alles nach Plan. Chaosfeld. Ziehe den letzten gespielten Angriff. Das ist schon mal ganz gut. Füge zwei Züge, erhalte Verbündete in der Nähe von der Resistenz. Na. Aber das mit den letzten gespielten Angriff zurück, finde ich gar nicht so schlecht. Und Regen aus Schlägen. Hätten wir ein paar Neulinge, würde ich sie zur Übung losschicken. Aber damit sind wir durch. Ich finde beide Karten jetzt leider nicht so geil. So, ich habe aber keinen Infospeicher mehr, deswegen kann ich nichts machen. Oder? Nee, das ist zum Erweitern. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Handlungsmission, können wir aber nicht machen. Weil wir erst den Gamma-Beschleuniger brauchen. Okay. Haben wir noch eine Storm-Mission? Ja. Ich würde sagen, wir machen die. Da bekommen wir ein Gamma-Helix und ein Artefakt. Hier würden wir einen Infospeicher bekommen. Der wäre auch nicht schlecht. Ich meine, die Mission haut nicht ab, aber die schon. Nein, wir machen die Mission. Mit Blade und Storm. Okay, dann werden wir uns mal kurz gucken, wen wir trainieren. So. Schön mal an die frische Luft zu kommen. Ah, warte mal, wen können wir hier... Ohne Fleiß kein Preis. Geht das nochmal? Nein. Ah, wir brauchen die nochmal, okay. Aber egal, vielleicht kriegen wir sie ja nochmal. So, Blade. Daywalker, Verkettung. Ziehe eine Karte für jeden K.O. Ist ganz cool. Ziel hat Blutung, plus 62 schnell und Schaden. Ja. Kann man auf jeden wir Fall machen. Wir können jeden Vorteil gebrauchen. Haben wir ja genug. So, Storm, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube, wir haben für jeden etwas. Ja, Wirbel zurückwerfen, nächster Zug kraftvolles zurückwerfen. Wendet Betäubung an. Solange diese Karte auf der Hand ist, hat Storm plus 34 Offensive. Bei Nachziehen ein Manöver in diesem Zug. Und hier ist nochmal Wirbel. Ah, der gibt dann mehr, ne? Machen wir. Weise Entscheidung.
Ja, absolut weise Entscheidung. So, mit wem trainieren wir? Wahrscheinlich werden wir mit Blade trainieren. Blade ist auf Level 16, Storm ist auf Level 16. Ja, beide auf 16. Toll. Wir nehmen trotzdem Blade. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ja, komm, der trainiert doch gerne. So, zack, ist Blade auf Level 19. So sieht's nämlich aus. Das ist doch mega geil. So, in Blade. Ordnung. Was ist denn jetzt schon wieder auf der Karte? Was hat denn Magic? Wo ist Magic? Ah, die sitzt da. Was hat sie denn jetzt? Geht es dir gut? Warum auch nicht? Wir sind auf Mephisto gestoßen. Und? Ich höre gern zu, falls du reden willst. Ich will nicht reden. Ich kann auch zuhören, wie du schweigst, solange wie du mich brauchst. Ich bin okay, Hunter. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht okay. Aber du wolltest mich warnen. Das werde ich dir nie vergessen. Okay, plus 3 Freundschaft. Und dann hauen wir noch ein Kompliment raus. Du wirkst sehr ausgeglichen für eine Person, die ihre Kindheit an einen Dämonen verloren hat. Hast du das gerade laut gesagt? Okay, hat aber trotzdem nochmal 3 Punkte gemacht. Dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. So, los geht's. Die nächste Storm-Mission. Vampire griffen die Morlocks wieder an. Und Dahlia? Wurde entführt. Also holen wir sie jetzt zurück. Ich dachte, ich müsste dich überreden. Es reichte, Vampire töten. So leicht kannst du Blade überreden. Okay, wir können sowieso keinen anderen nehmen, deswegen, wir können direkt loslegen. Storm sieht auch so badass aus, ey. Mein Gott. Ich lieb's. Danke, Magic. Reden die noch? Nee, nichts mehr zu sagen, ihr zwei? Na gut. Dann starten wir mal in die nächste Handlungsmission. Könnte die letzte sein, ne? Könnte die letzte sein. Dieses Vampir-Thema wäre dann gegessen. Und wenn wir das erledigt haben, falls das die letzte ist, dann ist ja auch der Gamma-Beschleuniger erforscht und wir könnten die nächste Handlungsmission angehen. Der Göttin. Eindeutig Sins Handschrift. Wir befreien sie lieber, bevor... Die Stadt hat genug von Sin und ihren Schergen. Eine Abrechnung mit ihr ist überfällig. Schlechte Neuigkeiten. Es kommen mehr. Das ist schlecht. Für Sie. Okay. Öffne einen Käfig, um die Gefangenen zu befreien. Besiege die Gegner, die Keycards haben und benutze dann eine Keycard, um einen Käfig aufzusperren und die Gefangenen zu befreien. Okay, das ist unser Ziel, oder was? Schnapp dir die mit den Schlüsseln. Holen wir die Leute hier raus.
Das ja, klar hat er eine. Sinn ist zu weit gegangen. Lasst keinen ihrer so. Neuen Art am Leben. Haben wir irgendwas, was schnell geht? Na, ne, wir haben zumindest eine Verkettung. Und hier haben wir einmal schnell. Oder heilen. Ich würde sagen, warte mal, verketten. Machen wir ein weg, zwei weg. Wir könnten... Oh, die kann man auch nicht wegmachen. Scheiße, okay. Was hat sie hier? Kraftvolles Zurückwerfen. Nächster Zug fügt schnell hinzu. Wäre besser, das im nächsten Zug auszuspielen. Das und das barbarisch. Hat natürlich hier keinen Blocken. Den könnte man dann aber auch einfach weghauen. Dann hätte man das. Würde also gehen. Dann würde ich doch drei killen. Einmal den. Einmal den. Und einmal den. Jetzt mach ich ernst. Yeah. Deine Gewalt sollte man nicht unterschätzen. So, da haben wir schon zwei sogar. Hä, das ist ja voll gut. Da killen wir jetzt den. Komm und hol's. Yo. Ich hab sowas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. So. Und jetzt? Jetzt hat ja keiner mehr eine Keycard. Jetzt müssen wir sowieso abwarten. Na, leider versiffen die alle unsere Karten. Du bekommst, was du verdienst. Oh, aber wirklich alle ihre Karten sind jetzt dreckig. Nutzt es aus, solange sie sich auf mich konzentrieren. Alle formieren und auf Verstärkung warten. Nicht nachlässig werden. Es kommen noch mehr. Okay, da ist die nächste Karte. So. Als hätten die Morlocks in dieser Stadt nicht genug Verachtung erfahren. Sinn hat bewiesen, dass sie von nichts Halt macht, um ihre Ziele zu erreichen. Sie bekommt, was sie verdient. Dann würde ihn auch killen können. Dafür werde ich sorgen. Die kann man nicht killen. Den anderen hier, den könnte man aber killen. Der hat, wie viel hat der? Gar nichts. Der ist auch einfach nur ein Scherge, deswegen. Dann würde ich doch eher... Moment, haben wir nochmal schnell? Da haben wir auch schnell. Ja, dann ballern wir das in die rein. Ich rufe die Elemente. So, das ist gut. Lass ein paar für uns übrig. Aktion erstattet. Ja, sie hat natürlich die Karte, aber die hat noch 168. Wir könnten damit einen schnell umbringen. Lebensraub. Würde sie killen, ne? Ist doch eigentlich geil. Machen wir den Platz. Du warst zu schwach für diesen Kampf. So, dann Lebensraub gegen die. Nice. Er braucht nicht zwar keine Energie. Dich fürchten. Aber wir haben jetzt das hier. Und das benutzen wir natürlich auch direkt. Blade macht das alles schon. So, mein Problem ist jetzt... Ja, Geduld braucht halt echt viel. Die Helden-Kombo wäre schneller. Geduld ist hier jetzt nicht wichtig. Überlastung bräuchte ich hier wieder eine Leitung. Betäubt Gegner in der Nähe. Das wäre gut, aber es würde auch leider nur den da erwischen. Und der greift Blade an. Das heißt, es wäre nicht mal, der wäre nicht mal so wichtig. Mann, das ist halt keine geile Karte.
So, kraftvolles Zurückwerfen. Ist jetzt, schnell ist eigentlich gar nicht wichtig in dem Fall. Wir... Oh nee, der stirbt nicht. Beide würden nicht sterben. Aber wenn ich ihn auf den werfe, auf meinen eigenen Mann werfe, dann stirbt er. Ja, dann kill einen. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, das war eine schöne Tag-Team-Aktion. Mehr geht leider auch nicht. So ist das halt gegen Vampire. Ja, wir kriegen jetzt richtig böse was ab. Wir hatten aber noch ein bisschen Blocken. Die müssen meinen Ruf kennen. Es kommen noch mehr. Ja, einer muss ja auch noch eine Karte haben. Wie, der Lappen? Okay, Verkettung. Wie lange geht das schon vor meiner Nase vor sich? Wir hatten dank meiner Mutter mehr als genug Ablenkungen. Ach so, das Ding fällt dann runter. Es ist nicht deine Schuld. Vielleicht nicht. Aber es macht mich wütend. Deine Zeit ist gekommen. Ja, lol. Das war mega gut. Gib mir die Karte. Wollte ich gerade sagen. So, was wir vorher noch machen, bevor wir die Karte spielen, auf jeden Fall. Wir heilen Storm. Wandle im Licht. Vielen Dank. Und aufgestiegen, Level 20. Erinnere ich mich an alles. Sau stark. So, dann werden wir das nächste öffnen. Haben wir es dann jetzt? Oder müssen wir die noch töten? Besiege die verbleibenden Gegner, genau. So, das ist kein Problem. Ah, okay. Ja gut, wir haben ja eine Dreierverkettung. Wir können jetzt hier schon auch ordentlich was loswerden. Wer wird denn alles angegriffen? Hunter wird dreimal angegriffen. Storm zweimal. Und Blade einmal. Blade kann das ab. Das heißt, wir wehren mal zwei von Hunter ab und ein für Storm. Schluss mit dem Spiel. Du musst vor mir nicht angeben. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Eigentlich nicht. Die ist noch gefährlich. Auf die müssen wir aufpassen. Ah, die können wir gleich auch mit einer Aktion erledigen. Oder wir machen den Klingensturm. Na, wir gucken mal. Das wird langsam langweilig. Na, alle konnte ich leider nicht aufhalten. Ich weiß halt nicht, ob es danach noch weitergeht. Hä, warum greifen so viele Storm an? Ein schwacher Angriff. Ich dachte, sie wird nur einmal angegriffen. Es nimmt langsam hier Überhand. Was zur Hölle ist das denn? Ach, so ein Scheißding. Diese Leute zu befreien. Ja, Moment, du bist Moment. Das schwere Kaliber. Wirf ihn an einen Orkan entgegen. Kann sie das? Und ob. Moment, wir gucken mal. Die... So wäre gut. Dann wäre der draufgegangen. Aber auch so... Ah. So. Minimal, ey. Nee. Doch, das muss doch gehen. So. Die würden in die Richtung fliegen. Der wäre tot. Der wäre tot. Das wäre geschwächt. Die wäre geschwächt. Ja. Es gibt keinen Kopf. Stark. Ich verstehe langsam, warum man dich Hunter nennt. Sehr, sehr stark. So, Verkettung 3.
Aber wenn ich den angreife und das Ding angreife, komme ich hier nicht mehr dran. Okay. Wir machen nur 34 Schaden. Das ist auch ein bisschen zu wenig. Der wird mir Blocken geben. Das können wir so nicht benutzen. Auch ein bisschen doof. Wie viel hat die noch? 43 genau. Hä, das heißt ja, ich kann die umbringen. Ganz einfach mit dem hier. Da wäre ich ja dumm, wenn ich das nicht machen würde. So, die ist Geschichte. Haben Leute wie wir okay. Einen schlechten Ruf. Die Helden-Kombo brauchen wir jetzt nicht mehr. So, dafür haben wir jetzt das. Im nächsten Zug machen wir mehr Schaden. Zerschmetternder Schlag. Wer wird angegriffen? Storm wird nicht angegriffen. Sie bekommt aber Blutung, das ist auch ätzend. Aber wir müssen das machen. Die Elemente dienen mir. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Ach nee, ach Gott, ey. Okay. Ja, die sind schon nervig. Die sind schon echt nervig. Es scheint keinen Grund zur Sorge zu geben. So, Verkettung. Bringt jetzt leider auch nicht so wirklich viel. Das Ding hat noch 73. Ja, mach das mal weg. So, schneller Schnitt. Und zurückwerfen. Reicht nicht aus. Ich... Fuck, ey. Okay. Das hier rein. Wow, okay. Da war kurz der Ton weg. So, die Aktion kriegen wir ja wieder. So, wie gesagt, die Helden-Kombo brauchen wir nicht. So, der kostet 1. Macht 103 Schaden. Der macht 145 Schaden. So, dann machst du 103 hier drauf. Ich befreie dich aus ihrem Knall. Sie bekommt zwar Blutung, aber ist egal, das greift sowieso nicht mehr. Und da brauchen wir einen Heldenmut. Das kriegen wir hier mit. Das werde ich zum Nutzen. Die Blutung greift auch nicht. Und mit Hunter können wir ihn killen. So. Ja gut, das ist jetzt auch egal. Und alle Blutungen greifen nicht. Aber wo ist Sinn? Ja, da gehen wir jetzt hin oder in der nächsten Mission. Na, da kommen wir noch zu. Der wieder. Dahlia! Was zur Hölle hast du getan, Vamp? Was ich getan habe? Ein Werk wahren Genies. Alchemien. Artefakte über Jahrhunderte erworben. Und Blut. Von Dutzenden von Unschuldigen. Hunderten. Mutanten, Menschen, ein Cocktail. Alles, um ein einziges Ziel zu erreichen. Eine riesige, unsterbliche Armee aufzustellen, die ungeladen heiligen Boden überwindet. Kein Makel, kein Versagen, kein Tod, nur Perfektion. Keine Pflöcke? Kein Silber? Keinerlei Schwächen. Außer mir. Genug geprahlt. Mein Plan war makellos. Ich brauchte nur den richtigen Filter. Ja.
Ich dachte eigentlich, dass Sin draufgegangen ist. Rette Dahlia. Okay. Spiele Rette Dahlia, um Dahlia zu befreien und die Begegnung zu beenden. Dracula und Sin haben auf dieser Mission unendlich viele Leben. Die Heldenmutkosten für Rette Dahlia werden jedes Mal reduziert, wenn Sin oder Dracula besiegt werden oder andere Gegner K.O. gehen. Wow, 25 brauchen wir Heldenmut am Anfang. Nur Strom. Die Heldenmutkosten werden jedes Mal um 5 reduziert, wenn ein Superschurke besiegt wird und um 1, wenn ein anderer K.O. geht. Alter, okay. Schluss mit dem Weglaufen. Ihr werdet für eure Taten büßen. Hier und jetzt. Okay, jetzt Warum müssen wir gucken. Warum sollten wir je vor euch weglaufen? Okay, Verkettung ist schon Sie gut. Sie hat recht. Tot. Von jetzt an nicht ist tot. Für uns Schluss mit dem Weglaufen. Dann endet es hier. Hier haben wir auch Verkettung. Wir haben Heilen. Man weiß nicht, wen die angreifen. Man weiß aber, dass sie sehr viel Energie haben. So, Wirbel zurückwerfen. Nächsten Zug kraftvolles zurückwerfen. Wenn ich den gegen sie schmeiße, bringt leider nicht so viel, ne? Aber wenn ich sie zum Beispiel in das Fass werfe, das würde schon mehr ausmachen und einen von denen verletzen. Ah, wir müssen mal gucken. Kraftvolles Zurückwerfen ist natürlich noch besser dann im nächsten Zug. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Verkettung hier. Zack, zack, zack. Blickt gen Himmel. Das war ja was. So, zwei sind schon mal durch. So, die Verkettung würde ich jetzt nicht einsetzen. Außer wir kriegen einen kaputt, aber das tun wir nicht. Die Heilung möchte ich mir noch aufsparen eine Runde. Na, Gewitter, okay. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Na, wir holen mal zwei Karten. Du kannst mir später danken. Ist ja erstmal nicht schlimm. Heiliger Strahl ist auch schnell. 97. Damit kriegen wir den auf jeden Fall platt und... Ah, beide machen 97. Beide machen 97, shit. Ja, der bringt einen... einen Heldenmut und der kostet zwei Heldenmut. Aber warte, wir können ja den hier machen. Wieder fallen Liliths Diener. Machen wir so. Und dann können wir hier, warte, am nächsten Tag vergrößert den Wirkungsbereich. Füge allen Gegnern in diesem Gebiet Schaden zu. Also Sin und Dings. Wir könnten den beiden Schaden zufügen. Den vergrößern. Weiß ich nicht, ob das jetzt viel bringt. Wir machen mal so. Ich zeige dir die wahre Macht. Das war gut. Ich werde mich oh, und betäubt. Beugen. Oh, nice. Betäubt ist ja voll geil. Den Kettenangriff würde ich trotzdem gerne noch nicht benutzen. Aber jetzt haben wir halt eine Aktion, ne, die ich noch hätte. Wir opfern den Heiligen Strahl. Und bekommen den Funken. Nicht gut genug. So, seine Spezialfähigkeit kommt ja nur mit Blutung zum Einsatz. Die ist nicht passiert. Deshalb ganz okay. Einmal nachziehen hätten wir jetzt noch, aber nein. Unsere Zeit ist gekommen. Ja, okay.
Wofür habe ich sie jetzt betäubt? Wenn sie doch eh angreifen kann. Das war ja komplett unsinnig. Gut, Blade wird sich gleich sowieso heilen. Kein Problem. Bist du bereit? Okay. Übertreib deine Lage nicht, du Arschloch. Mehr Öl für das Feuer. So, wir müssen jetzt hier aber ganz genau aufpassen, was wir machen. Wir haben einmal Helden. Ich wusste, dass du ein Parasit bist, aber Kinder, du bist der letzte Dreck. So, wir heilen natürlich erstmal Storm. Du wusstest schon immer, und dann so wütend. Höre ich da Dreck, der zu reden versucht? Genug mit deiner Respektlosigkeit. Warum so wütend? Geht leider nicht. Moment, wenn ich den Wirbel hier mache, die werden alle weggeschossen. Boah, ist das ärgerlich, dass man das nicht trifft. Doch so. Zwei Kills würde das bringen. Und dann... Ah ne, Lebensraub, das reicht ja für die Alte nicht da hinten. Oh Mann. Ah. Dann Verkettung. So. So. Und dann kommen wir leider nicht bis da hinten. Okay. Dann müssen wir den angreifen, die angreifen. Los geht's! Ich bin beeindruckt. Rache. Anvisiert und provoziert. Immer noch da? Dann mal los. Okay, Storm ist geheilt. Gewitter, ja, ist erstmal nicht so schlimm. Wir werden natürlich Lebensraub machen und Sinn ausschalten. Damit ist Blade geheilt. Nicht nur Vampire sollten dich fürchten. So, und die ist am Boden. Wir bekommen Dahlia da schon irgendwie raus. Das war's erstmal. Wir können auch großartig jetzt nichts machen. Ist das hier gut? Verbrauche die gesamte Blutung auf dem Ziel und verbleibende Blutschein. Ist eigentlich egal, die ist nicht so gut. Füge allen Gegnern im Gebiet Schaden zu. Das könnte gut sein. Die behalten wir. Ja, Blutung. Oh nein. Oh boy. Aber er steht, oder? Gut so. Du hast mich gezwungen. Ach, dieses Blutung, ey. Ach, und er wird jetzt auch wieder einer von den Großen. Es ist schon hart. Es ist schon echt hart. Die greifen den ja alle an. Wofür habe ich ihn denn geheilt? Aber die muss ich leider alle erledigen. So, okay. Wenn das vorbei ist, wird dein Blut die erste vieler vorzüglicher Mahlzeiten sein. Ein Bankett aus Daywalker, Mutantengöttin und was bist du nochmal? Ungenießbar. Das wage ich zu bezweifeln. Ah, leider nee. Das würde halt heilen. Aber ich mache Heilung ja sowieso. Wir machen den hier und killen erstmal 4 Stück. Ich werde es kurz machen. Viel zu gefährlich, die am Leben zu lassen. So, 10 Heldenmut. Dahlia, deine Rettung naht. Deine Rettung naht. So. Kraftvolles Zurückwerfen könnte man den leider nicht mit killen. Oder können wir den so killen? Ja. So würde es gehen. Nee,
Wenn, dann würde ich den gerne so platt machen. Ja, wir haben auch noch den Lichtbogen. Der ist aber noch nicht so stark. Das können wir mal wegmachen. Die ist eh versifft. Fügt schnell hinzu, das ist eigentlich gut. So, dann heilen wir erstmal Blade. Der ist nämlich ziemlich angeschlagen. Das Licht ist auf unserer Seite. Seite. So. Danke. Und was habe ich gesagt? Das hier, ne? Und wir schleudern den zu Blade. So. Dann stirbt er. Stell dich den Enden. Kannst du mir das vielleicht beibringen? Das ist ein krasser Move. So, noch 9. Dahlia. Wir sind auf dem Weg, dich zu retten. Boah, die Blutung kickt jetzt natürlich rein. Keine vergebliche Mühe. Oh, das ist hart. Das ist ein harter Angriff. Storm ist erstmal da hinten in der Ecke. Ach nee. Auch noch so ein Ding. Ey, es ist, der ist auch hart. Und er hört halt auch nie auf. Fast tot. Fast tot. Okay, bisschen Verstärkung. Ich brauche Heilung. So, Heldenkombo. Dahlias Kräfte sind ein Segen für diese Welt. Wir werden sie mit den Morlocks wieder vereinen. Moment, wir können es beenden. Ha, du redest, als hättet ihr eine Chance. Wir können es beenden. Ich habe noch keinen Leuten gehört. Ich auch nicht. So. Deine Gewalt sollte man nicht unterschätzen. Scheißegal, wir haben 6 Heldenmut. Wir gehen auf Storm. Storm rettet jetzt Dahlia. So. Das haben sie sich selbst zu verdanken. Aber sowas von. Genug! Nice. Nein! Meister! Am Ende seid ihr alle allein. Dann sei es auch bei dir so. Anscheinend sind Vampire anfällig für Blitze. Das war die Hälfte meiner Macht. Nicht bewegen. Du bist okay. Ihr seid zurückgekommen. Aber natürlich. Und jetzt? Wir bringen dich heim. Wo auch immer das für dich ist. Geschafft. Sogar 3 Sterne. Das war eine harte Mission, die letzte. Aber wir haben es hingekriegt. Das war wirklich die letzte, oder? Ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr. Oder es gibt noch eine letzte Schlacht, wo wir dann Sin und Dracula wirklich finishen. Aber ich glaube, die sind entkommen, beide. Aber am Ende haben wir es geschafft und Dahlia gerettet. Oh, die ist sogar da. Du kannst heute in meinem Zimmer schlafen, Dahlia. Was? Nein, ich will dich nicht aus deinem Reich vertreiben. Mach dir keine Sorgen. Ich kann im Limbo schlafen. Es bringt wohl nichts, mit dir zu diskutieren. Du bist clever. Ruh dich etwas aus. Du brauchst das. Gleich. Vorher muss ich noch etwas erledigen.
Okay, Dahlia. Mit der müssen wir jetzt wahrscheinlich reden, oder? Auf der Karte. Ja, wir müssen mit Dahlia reden. Die ist hier. Kannst irgendwie. Du nachher vorbeikommen, Hunter? Wir sollten reden. Ja, ich bin schon quasi da. Hier bin ich. Wie geht es dir? Vom Offensichtlichen abgesehen? Ganz gut. Wobei sich meine Kräfte anders anfühlen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist... Dunkler? Ja. Woher? Ich trage auch Dunkelheit in mir. Ich verstehe, wie das ist. Ich will nicht, dass sie bleibt, mich kontrolliert. Wie gehst du damit um? Sagen wir, es dreht sich alles um Balance. Es geht allein um Harmonie. Das Licht gleicht die Dunkelheit aus. Und wenn die Dunkelheit stärker wird und ein Ungleichgewicht entsteht? Sie gleichen einander trotzdem aus. Es ist schwer, die Dunkelheit im Zaum zu halten, aber du wirst es lernen. Es wäre leichter, wenn ich die Verderbnis einfach kontrollieren könnte, sie befehligen. Oh ja, aber wenn ich das kann, kannst du es auch. Naja, wir werden sehen. Weißt du, eigentlich wundert es mich, dass ihr mich gerettet habt. Ich meine, ich bin total froh, dass ihr es gemacht habt. Es war nur unerwartet. Wie geht es bei dir jetzt weiter, Dahlia? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Aber zum ersten Mal in meinem Leben darf ich es entscheiden. Ich denke einfach von Tag zu Tag. Okay, das stand da überhaupt nicht. Wie, nochmal reden? Wir können jederzeit reden, wenn du noch Fragen hast. Ach so, ja, natürlich. Wenn, dann reden wir auch hier. Moment, ist Dahlia jetzt auch spielbar? Das wäre krass, weil normalerweise gibt es nur 3 Charaktere. Aber gut, wir fragen sie erstmal aus. Hat sich deine Meinung von Storm geändert? Ich war in der Kanalisation nicht nett zu ihr. Ich war wütend und das bereue ich. Es lag also keine Wahrheit in deinen Worten? Ja und nein. Es ist kompliziert. Aber Storm war da, als es darauf ankam. Die Morlocks und ich sind ihr wichtig. Das hat sie gezeigt. Das solltest du ihr sagen. Ich habe es vor. Okay. Wie ist es für dich, das Waisenhaus zu verlassen? Gemischte Gefühle. Einerseits habe ich es gehasst, hatte ständig das Gefühl, nicht dazuzugehören. Andererseits ging es allen so. Wir waren eine Familie. Du vermisst deine Freunde. Ja, es war schlimm, sie zurückzulassen. Aber als ich von den Morlocks hörte, wusste ich, ich muss helfen. Dann hast du eine andere neue Familie gefunden. Ich bin unendlich dankbar für ihre Hilfe. Okay. Magst du die Morlocks? Was denkst du über die Morlocks? Sie sind meine Familie. Sie haben mich aufgenommen und wir passen aufeinander auf. Mutanten, die überleben wollen. Sie waren nicht misstrauisch? Anfangs schon. Sie dachten, ich gehöre zu den X-Men. Aber dann haben sie gesehen, dass ich helfen wollte. Ist es schlimm, zu den X-Men zu gehören? Morlocks sind es wegen ihres Aussehens gewohnt, ausgeschlossen zu werden. Es gibt ein Missverständnis zwischen den beiden Gruppen. Weißt du das? Nee, woher? Doch, ich weiß es aus den Filmen, aber sonst... Ihr seid halt alles Mutanten für mich. So, willst du dich den X-Men anschließen? Hast du noch einmal über Storms Angebot nachgedacht? Ich hatte Angst vor dieser Frage. Ich habe keine Ahnung. Schon okay. Du musst es nicht jetzt sofort wissen. Es gibt so viel, was ich über die X-Men noch nicht weiß. Und ich kann die Morlocks nicht einfach zurücklassen. Du findest sicher eine Lösung. Ich auch. Also, irgendwas stimmt doch hier mit dem Dialog nicht. Er sagt, du findest sicher eine Lösung. Und sie sagt, ich auch. Okay. Bis bald, Dahlia. Das hoffe ich. Aber wer ist Dahlia? Wer ist denn Dahlia? Und warum können wir schon wieder mit ihr reden? Ja.
Können wir gar nicht, das steht halt einfach nur da. Okay, es ist einfach nur so da. Wir können aber noch mit jemand anderem reden und zwar mit Agatha schon wieder. Wenn ich hier drauf gehe, taucht Dahlia auf jeden Fall nicht auf. Hier ist aber trotzdem noch Platz, ne? Also Hulk und Dahlia, die könnten hier noch auftauchen. Als DLC-Charaktere gab es Storm, Morbius und Deadpool. Da bin ich mal gespannt. So, wir gehen jetzt aber erstmal zu Agatha. Mein Gott, Agatha. So. So, mit einem können wir jetzt abhängen. Ich will jetzt aber gerade gar nicht abhängen. Ich will erstmal mit Agatha reden. Und nein, das ist mega. Ich will die Essenz haben. So, Agatha, was geht denn hier schon wieder? Okay. Agatha, was tust du da? Die Abtei mit einem Schutzzauber belegen. Jetzt, da wir im Besitz des Pergaments der Macht sind, müssen wir alles tun, um uns vor seinem Einfluss zu schützen. Ja, da hat sie natürlich recht. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Das kannst du nicht. Toll. Das ist eine sehr seltene Form der Hexerei. Praktiziert nur von jenen, die ins Jenseits übertraten. Aber du kannst auf die anderen aufpassen. Dieser Zauber verhindert nur den schlimmsten Schaden durch das Pergament, kann es aber nicht komplett davon abhalten, Unfug zu treiben. Unfug? Was für ein Unfug? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn eins sicher ist, dann dies. Die Worte, die auf die Seite gebannt wurden, wurden von C'thon selbst verfasst. Nicht einmal meine Magie kann sie zum Schweigen bringen. Sie werden auf uns wirken, und sei es nur als Einflüsterungen. Sie wirken wahrscheinlich schon hier und jetzt und werden nicht aufhören, bis Stark sie aus der Welt bombt. Starks Plan gibt uns Hoffnung. Dann gibt es noch Hoffnung. Ganz bestimmt. Aber bis das passiert, müssen wir uns schützen. Apropos. Ich sollte diese Beschwörung zum Abschluss bringen. Ohne sie kann der Zauber nicht vollendet werden. Dann lasse ich dich mal weitermachen. Schlaf gut, Hunter. Wenn du kannst. Okay, die sorgt für einen Schutzzauber. Ist ja voll okay. Hier ist noch eine Essenz. So. Hängen wir jetzt noch mit irgendeinem ab? Liegt so dick in der Luft, ich könnte sie mit meinen Klauen zerfetzen. Eigentlich. Ja, es gibt halt noch voll viele. Man soll das eigentlich ja ausnutzen. Ja, doch, wir hängen noch mit irgendeinem ab. Mit allen geht's leider nicht. Ist da noch eine Essenz? Unglaublich. Hier liegt ja alles voll damit. Mit wem? Mit Blade? Blade ist erst aufgestiegen. Mit dem müssen wir nicht abhängen. Storm eigentlich auch nicht. Mit Iron Man. Wir hängen mit Tony Stark ab. Der ist auf Level 2. Sie ist auf 3. Blade ist auch auf 3. Storm ist auf 2. Okay, aber wir wollen mit Iron Man abhängen. Angeln ist doch bestimmt was, oder? Ich glaube, Angeln ist gut. Haben wir noch nie gemacht. Okay, sieht vielleicht nicht so spektakulär aus. Du warst also tot. Ja. Was ist auf der anderen Seite? Nach dem Tod? Ja, schmetternde Trompeten, feurige Gruben, Tors Hinterhof. Wo bist du gelandet? Ich habe keine Erinnerung an die Zeit zwischen meinem Tod und meiner Auferstehung. Ach komm schon, da muss doch etwas gewesen sein. Ein Tor, ein Webstuhl, vielleicht warst du eine Zeit lang ein Opossum. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht. Ach, ist nicht deine Schuld. Ich habe eine Wette laufen, welche Religion, naja, richtig lag. Ich hatte wirklich gehofft, du könntest mir einen Vorteil verschaffen. Ich schätze, du musst es selbst herausfinden. Hoffen wir, dass das noch viele, viele Jahre dauert.
Naja, im Cinematic Universe hat es nicht viele, viele Jahre gedauert. So, was schenken wir ihm denn? Okay, was ist denn für ihn jetzt cool? Eine Snackbox? Sportwagen-Interieur. Das ist aber eher auch was für Robbie, ne? Ich glaube, den behalten wir uns für Robbie. Ja, komm, du kriegst eine Snackbox. Ist legendär. Er hat's gemocht. Er hat's immerhin gemocht. Er hat die Aktivität gemocht, die Konversation war auch gut und das Geschenk gemocht. Also 12 Punkte plus. Außerdem haben wir unseren Wert erhöht und einen Pulli im Abtei-Outfit. Geil. Nicht so stark, ne? So, jetzt können wir das noch... Alles durchzu- Wie war das, gegen Dracula reden? Zu kämpfen? Wie wohl? Er lebt noch. Es hat dir kein bisschen Genugtuung verschafft? Gut, ein kleines bisschen. Aber frag mich nochmal, wenn ich den Kerl getötet habe. Okay. Ein bisschen Spaß hat's ihm gemacht. Die Aktivität des neuen Vampirtyps ist weltweit gesunken. Ich will es nicht beschwören, aber wir gewinnen. Irgendein Zeichen von Dracula oder Sin? Nein, vom Erdboden verschluckt. Wir haben sie empfindlich getroffen. Ohne sie sterben die letzten paar Vampirgruppen schneller aus, als Chewie kaut und schluckt. Liegt dir sonst noch etwas auf dem Herzen? Nö. Haben wir alles schon Danke, gemacht. Danke, Carol. Bis später. Okay, da hinten mit Storm können wir nochmal reden. Du hast mit Dahlia geredet? Ja, ich wollte mal nach ihr sehen. Das ist wirklich nett von dir. Ich habe auch mit ihr geredet. Ach ja? Worüber? Ich habe Dahlia erneut angeboten, in Xaviers Schule zu kommen. Du hast noch einmal gefragt? Aller guten Dinge sind drei. Sie wollte mal darüber schlafen. Also warten wir mal ab. Okay, was haben wir jetzt noch zu tun? Mit einem hier können wir noch reden. Hä? Haben wir nicht schon mit Carol geredet? Ich glaube, es gibt keinen mehr, mit dem wir reden können. Carol hat das halt immer noch über dem Kopf, aber das ist ja... da gibt es ja nichts zu erzählen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine Runde pennen. Gucken, ob dann noch irgendwas jetzt passiert. Und dann gucken wir mal, ob es noch eine weitere Mission gibt. Haben wir jetzt schon wieder einen Traum? Oh je, wir haben einen Traum. Dämmert dir jetzt endlich die Erkenntnis? Eine Familie steht füreinander ein. Sie liebt sich. Eine Familie würde alles dafür tun, sich gegenseitig zu retten. Predigen deine Helden das nicht dauernd? Warum haben sie dich dann an der Schwelle dieses elenden Heuchlers Mephisto verlassen, mein liebes Kind? Wieso fragst du nicht Blaze? Meine Familie hat mich gerettet. Dieser Feigling Blaze hat mich verkauft. Vielleicht. Dennoch ist Blaze kein Feigling. Und ganz bestimmt kein Freund von Mephisto. Dass er so einen Handel eingegangen ist, ein Grund mehr, dass ich die Seite haben muss. Ich wusste, dass du dorthin gehst. Hör zu, Kind. Du kannst über Johnny Blaze sagen, was du willst, aber er hat eine der stärksten Seelen, denen ich je begegnet bin. Er hat das Pergament jahrzehntelang mitgeschleppt und seinem Ruf widerstanden. Er hat gegen Engel und Dämonen gekämpft und am Thron zu vieler Götter gerüttelt. Du scheinst ihn fast zu bewundern. Ich nenne nur die Tatsachen. Jetzt ist er von der Seite befreit. Und ein anderer trägt nun den Mantel ihres Hüters. Robbie. Glaubst du wirklich, er wird dem Pergament der Macht standhalten? Nee. Robbie ist nicht Blaze. Sollte er. Selbe Geschichte, andere Dunkelheit. Keine Ahnung, ich möchte bitte ganz klar und deutlich Nein sagen. Du hast recht, Mutter. Ja? Robbie wird niemals Johnny Blaze sein. Er wird noch viel bedeutender werden.
Ich lege mein Schicksal und das der Welt gerne in seine Hände. Mein erstes Angebot gilt noch. Wenn du deinen Freund wirklich schätzt, nimm ihm diese Last und gib mir das Pergament. Ignoriere meine Warnung und Blays Verrat wird eine angenehme Erinnerung im Vergleich zu dem, was kommen wird. Okay, hört sich düster an. Ob wir auch noch gegen Blade antreten müssen? Es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Bis jetzt. Passiert hier noch irgendwas? Ich hoffe, die anderen haben besser geschlafen. Können wir kurz auf die Karte gehen? Wir müssen noch mal mit Storm reden. Hunter, auf ein Wort. Ja doch, das gleich. Ach nee. Nein, unmöglich. Schon wieder. Ich hatte denselben Traum. Vielleicht was Falsches gegessen? Du meinst wohl wen Falschen? Ich weiß nicht, das stinkt nach einem Fluch oder Zauber oder so. Wenn wir alle denselben Albtraum hatten, heißt das, wir haben alle dieselben unbewussten Neurosen? Gott, hoffentlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass jeder Einzelne von uns denselben Traumzustand erlebt, liegt bei 1 Milliarde Billionen zu 1. Das muss etwas bedeuten. Ja. Wir sollten uns mal mit Nachbarschaftshunter unterhalten. Oh, ich wusste, Mr. Murdock hätte das für mich sichern lassen sollen. Das Bild kriege ich immer noch nicht aus dem Kopf. Hier genauso. Und das sagt zur Zeit viel. Es gibt sicher eine logische Erklärung für das Ganze. Da ist das Pergament. Ich wusste, dass diese Seite Spielchen mit uns spielt. Oder es sollte uns eine Warnung sein. Vor du weißt schon wem. Hast du das auch geträumt? Was denn? Ich bin für dich da, falls du reden willst. Du hast gestern Nacht vermutlich dasselbe geträumt wie alle anderen. Nein, glaube ich nicht. Was war es denn? Das soll Wanda dir sagen. Sie kann sowas besser kommunizieren. Ich kann nur sagen, nach dem, was ich gestern Nacht gesehen habe, mache ich mir Sorgen um dich. Die Besorgnis weiß ich zu schätzen. Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Das ist Liliths Werk. Ich weiß nicht, haben die dasselbe geträumt, was wir gerade mit Lilith hatten? Mann, oh Mann, was ist denn los hier? Ich mache mir mehr Sorgen um dich. Sage ich jetzt mal lieber nicht, sonst verscherzen wir es mit ihm. Nett, dass du dich um mich sorgst, Robbie, aber mir geht's gut. Was auch passiert ist, es war nur ein Traum. Ja, bei Tageslicht scheint alles gut bei dir zu sein. Aber gestern Nacht... Es kann kein Zufall sein, dass alle in der Abtei das geträumt haben. Ich habe leider auch keine Erklärung. Vielleicht ist es die Seite. Vielleicht sorgt sie dafür, dass wir uns gegenseitig verdächtigen. Möglich. Die vollständige Wirkung des Pergaments der Macht wurde noch nie ausgiebig erforscht. Und das wird auch so bleiben. Ich kann es ehrlich kaum erwarten, dass es zerstört wird. Du willst die Seite also nicht lesen? Vergiss es. Aber nicht nur, weil ich glaube, dass sie mir Albträume beschert. Sondern weil der Text Blaze so aus der Bahn geworfen hat, dass er uns verraten hat. Blaze kann lesen? Moment, was? Blaze kann lesen? Oh Mann, zum Glück hat er das nicht gehört. Das musste ich jetzt Warum sagen. Warum nicht? Ich habe keine Angst, ihm die Meinung zu sagen. Das wäre definitiv unterhaltsam. Ich glaube, Wanda will mit dir reden. Ich sollte nicht deine ganze Zeit für mich beanspruchen. Geh zu ihr. Ach, und Hunter? Ja, Robbie? Pass auf dich auf, okay? Also, so richtig. Mache ich immer. Worüber regen sich denn alle so auf? Über einen Albtraum. Wir haben alle dasselbe geträumt. Und das hat uns beunruhigt. Hattest du auch denselben Traum? Wäre echt komisch, wenn in der ganzen Abtei nur du das nicht geträumt hast. Was denn für ein Traum? Kannst du mal sagen, was das für ein Traum war? Woher soll ich das denn sonst wissen? Ihr seid alles Angsthasen. Ich habe nur süße Träume. Den über Lilith? Du meinst den über Lilith? Moment. Du hast von Lilith geträumt? Ihr etwa nicht? Nein, Hunter. Wir haben von dir geträumt. Und zwar was ziemlich Übles. Was? Von mir? Sagen wir, du... Etwas schleuderte dich über uns. Dein Gesicht verzerrt in... Tja, man könnte es nur als Höllenqualen bezeichnen. Und
Das ist alles, woran ich mich erinnern will. Ich will dir keine Angst machen. Ich meine, es war ja nur ein Traum, oder? Nichts ist nur ein Traum, das hoffe ich. Ich lasse mir keine Angst machen. Na, wir sagen einfach mal, nichts ist nur ein Traum. Wir wissen beide, dass nichts nur ein Traum ist. Gerade in diesen Zeiten. Hoffentlich war es diesmal aber so. Hören wir lieber auf zu reden. Es starren schon alle. Was? Die starren? Yep. Die haben wirklich Angst, nicht wahr? Hey, falls es dir hilft. Vor mir haben alle genauso viel Angst wie vor dir. Die Tage des Pergaments sind gezählt, Hunter. Komm in die Schmiede. Okay. Ich will eigentlich nur hier was kurz gucken. Aber kann ich gar nicht. Ich wollte nämlich wissen, ob es noch eine Mission gibt. Aber wir werden hier an der Stelle weitermachen und zur Schmiede gehen. Wir haben jetzt genug Gespräche getriggert. Irgendwas wird mit uns passieren. Zumindest haben alle Angst davor. Wir müssen noch mit Storm reden. Wir müssen mit Tony Stark reden. Wir haben eine private Nachricht von Tony Stark, weil sein Freundschaftslevel höher gegangen ist. Das werden wir auch machen in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, worauf wir uns vorbereiten, auf die nächste Handlungsmission. Oder gibt es doch noch eine Vampirmission? Weil ich den Erfolg, den Steam-Erfolg nicht bekommen habe für das Abschließen der letzten Storm-Mission. Kann sein, dass es erst beim nächsten Starten kommt. Das passiert auch manchmal bei Steam. Oder vor allem bei dem Spiel hier ist schon ein paar Mal passiert. Aber da müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Und dann müssen wir vielleicht noch ein paar Vorkehrungen treffen und bessere Karten bekommen. Vielleicht noch einen Infospeicher holen. Und dann bin ich einfach sehr, sehr gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Wir haben das letzte Ding erforscht. Deswegen müssen wir natürlich auch noch mit Tony Stark reden, also die Forschung abschließen. Und das machen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage Rinjahorn, bis zum nächsten Mal.